Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategie-Spielspaßes und willkommen zurück zu Surviving Mars mit dem Space Race DLC. Und wir wollten ja jetzt, nachdem wir hier das Betonproblem etwas in den Griff bekommen haben, uns jetzt eine Rakete mit den ersten Passagieren holen. So. Das heißt, wir gehen mal, beziehungsweise ich gucke erstmal in die Forschung rein, ob ich... Kolonisten innerhalb der Kuppeln leben in Wohngebäuden, das Standgebäude für... Ja, okay. Lochi-Pilze, das ist außerhalb der Kuppeln. Verbesserung für die Vaporatoren, für den Moxie. Im Moment erforschen wir die Lochi-Turbinen hier unten und die... Produktivitätsausbildung, was bedeutet, dass die Ingenieure und Geologen, wenn sie in den Gebäuden eingesetzt werden, wo sie hingehören, 10% mehr Leistung erhalten. Was haben wir hier? Achso, das sind die auf dem Mars geborenen. Das ist im Moment noch nicht so ganz relevant. Stirling-Generator, automatisierte Sensoren, brauchen keinen Strom mehr. Wir müssen jetzt mal gucken, was jetzt wirklich relevant für uns ist. Maschinenteilefabrik. Neues Gebäude, Polymerfabrik, erzeugt Polymere aus Wasser und Treibstoff. Das ist ganz interessant. Braucht aber halt auch 6 Leute, die da drin arbeiten. Ihr seht schon, das ist also die Anzahl der Forschung ist schon ziemlich hoch in dem Spiel. Ist das tatsächlich gerade nicht so einfach? Batterie optimieren, die Batterie optimieren. Drohnen kostet 3000. Das hier wäre natürlich ganz geil. Passagierraketen können 10 Kolonisten mehr aufnehmen. Vielleicht gehen wir doch erstmal auf die Polymerfabrik. Dafür brauchen wir aber auch mehr Wasser und. Was ist das? Wasser und. Treibstoff. Haben wir eine Verbesserung für die Raffinerie irgendwo zur Verfügung? Nee, hä? Okay. Gut, dann Rakete. Passagierrakete. Das ist am Anfang. Ach, hier sind schon welche ausgewählt. Okay, krass. Das ist auch anders. Sonst musste man die immer per Hand auswählen. So, Filter. Wir wollen Altersgruppen. Keine Kinder und keine Senioren. Das ist gut. Ja, wie komme ich wieder zurück? Ah, hier. Gibt's ja auch, kann ich das auch mit rechter Maustaste machen? Nee. Spezialisierung. Haben wir erstmal keine. Geschlecht auch nicht. Stärken. Promi. Was bringt uns Promi? Generiert bei hohem Komfort Geldmittel. Bewerber mit mehreren gewünschten Eigenschaften gehen an Bord der Rakete. Okay. Genies werden genommen. Also wir haben uns keine Promis und keine Genies. Die würden uns Geld bringen. Wir wollen sexy Menschen. Wir wollen aber zum Beispiel keine Partylöwen. Sowas will ich immer ungern haben. Weil die wollen nämlich Party machen halt. Ne? Das ist irgendwie nicht das, was ich haben will. Enthusiast gelassen. Alle anderen können wir mit reinnehmen. Okay. Schwächen. Wir wollen keine Feiglinge, keine chronisch Kranken. Ich will eigentlich auch keine Alkoholiker haben. Vielfraß ist okay, Hyporonder, Idioten, Einzelgänger, Faul, Melancholiker, ein Heulsus. Was sind Heulsus? Verliert Besonnenheit bei niedrigem Komfort, okay. Gut, Eigenart, was haben wir hier? Guru, Touristen. Arbeitet nicht, gewährt bei der Ankunft Geldbild in Höhe von 10 Millionen, reist nach 5 Souls bei der ersten Gelegenheit wieder ab. Wenn Touristen erfolgreich zur Erde zurückkehren, kommen weitere Touristen. Plus Glücksspiel. Bewerbung mit mehreren. Okay. Das ist auch neu. Touristen. Okay. Jetzt gucken wir mal durch, was sie hier so ausgewählt haben. Ingenieure, Botaniker. Wir brauchen auf jeden Fall am Anfang Botaniker. Das ist ja. Okay. Wissenschaftler. Keine Spezialisierung.
Represented today by Lotus, singing the pleading words of their hit song Stay. So, ich hätte gerne ein paar Botaniker für die Essensproduktion. Strapazierfähig sexy, das ist gut. Geologen brauchen wir dann auch. Hier ist noch Botaniker, religiös. Höhere individuelle Grundmoral, niedriger Besonnenheit bei, führt nie zu Selbstmord. Okay, was machen Offiziere? Sind, glaube ich, für die Sicherheit verantwortlich. Wir brauchen auch noch, wie gesagt, Geologen für die... was machen Ingenieure? Die sind für die Herstellung da, ne? Allerdings brauche ich erstmal ein paar Geologen. Ein Wissenschaftler aktuell. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Botaniker und einen Haufen Ingenieure. Aber eigentlich will ich lieber Geologen haben. Nerd, Einzelgänger. Was ist der? Das ist ein Gamer. Vielfraß. Hier ist noch Geologe. Veganer. Ja, okay, weiblich ist egal. Strapazierfähig, Nerd, Workaholic. Ja, kommen noch zwei. Das war der Hyporonder. Nerd und Einzelgänger. Hippie, Spieler, sexy. Chance von 50% beim Besuch eines Casinos 20 Besonnenheit zu verlieren. Kann durch Nervenzusammenbrüche ausgelöst werden. Plus Glücksspiel. Wir haben kein Casino, deswegen komm her. Und vielleicht nehmen wir doch noch einen ohne Spezialisierung mit, dass der dann irgendwie im Diner arbeiten kann. Hippie Gamer. Gamer sexy. Religiös. Okay, damit sind wir voll. Mal gucken, ob das eine gute Kombination ist. Wenn nicht, werden wir es bestimmt merken. Wenn ihr Tipps dafür habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja. Da fällt mir auf jeden Fall auf, dass wir bei der Forschung auf jeden Fall die Rakete hier forschen sollten. Mit mehr Passagieren, die mehr Passagiere aufnehmen kann. Das dauert uns alles ewig. So, wo ist denn eigentlich unser... hier, unser Sammeltyp. Ach, der steht da einfach noch rum. Junge! Hier, komm, geh sammeln. Das ist wichtig. Der Importpreis von Nahrung wurde um 100% erhöht. Jawohl, das wissen wir ja schon. Ach, wir hätten, glaube ich, noch für die Krankenstation jemanden mitbringen lassen. Also ich glaube, wir müssen relativ zeitnah noch eine zweite Rakete holen, weil sonst werden wir das hier eh nicht bewirtschaften können. Und dann gucken wir mal ins Baumenü, worum wir uns jetzt noch selber kümmern können. Oh, nice. Wo denn? Ah, da oben, okay. Ansonsten... Da mal noch forschen. Da. Und da unten. Ich würde auf jeden Fall gerne das Geld... Ding hier schnell, relativ schnell anschließen, damit wir das ausbeuten können. Okay, ansonsten gucken wir jetzt mal hier durch die Baumenüs durch. Wir können noch einen Feuchtigkeitsvaporator bauen. Da haben wir noch einen Blueprint dafür. Wasser holen wir uns ja gerade hier raus. Ja, Edelmetallextraktor. Dafür brauchen wir... Hier diese Maschinenteile. Sind das die Maschinenteile? Genau. Und wir
brauchen halt Leute, die dann arbeiten. Und Strom. Apropos Strom, ich würde ganz gerne... Achso, wir wollten ja beim letzten Mal, hatte ich ja geguckt, nach dem Teil hier. Was kostet das nochmal? Beton und Maschinenteile. Kann nicht gedreht werden. Ich wundere mal, dass wir hiermit auch irgendwas machen können. Also wer es weiß, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. So, er sammelt hier fleißig wieder Eisen. Oder Eisen mit Metall. Es ist für mich immer das Gleiche. Was ich auf jeden Fall auch relativ schnell angehen will, ist... hier tatsächlich, wie viel produziert das jetzt? Anomaly analyzed. You'd think the explorer had found buried treasure the way our scientists were reacting. It was a sulfur-rich regolith. Das Wissenschaftlerteam hat die Entdeckung wie den Fund eines Schatzes gefeiert. Es handelt sich um schwefelreiches Regolith. Das Erkundungsfahrzeug hat verschiedene Erdproben im Gebiet rund um die Anomalie genommen und die Daten an uns weitergeleitet. Die Telemetrie wurde stundenlang mit summenden Störgeräuschen überflutet, während die Wissenschaftler in der Einsatzleitung über die Konsequenzen des Elements gesprochen und einfallsreiche Zukunftspläne geschmiedet haben. Die Expeditionszeit war limitiert, deshalb haben wir sie gedrängt, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Okay, warum war die limitiert? Das ist nicht so richtig erklärt. Wir sollten versuchen, so viel Proben wie möglich zu sammeln. 1000 Forschungslämmchen. Nur die schwefelreichsten Proben geochemisch analysieren. Verringert die Kosten des Ingenieurswesens um 10%. Ja, komm, langfristig ist immer besser. So, die Hütte produziert jetzt 10,7 Strom. Ist die jetzt auch mit angeschlossen? Ja, ne? Das heißt, wir produzieren jetzt hier im Moment auch wieder genügend Strom. Und hier oben ist... Ja, das ist okay. Nachts haben wir hier ein bisschen Strommangel, aber das ist völlig in Ordnung. So, wir holen uns den Typen mal wieder zurück. Bisschen zentraler. Er ist, glaube ich, voll mit Eisen. Das können wir hier mal ablegen. Und gleich kommt die Rakete an. Yay, yay, yay. Wurde ja mal Zeit. Dann können wir auch endlich die drei Dinger da bewirtschaften. Warum haben wir jetzt eigentlich... Ach, wir haben 14 freie Arbeitsplätze. Und 4 davon sind deaktiviert. So, die Rakete kommt. Ein Landeplatz wäre auch noch nicht schlecht. So, er kann wieder hier runterfahren. Er kann das Eisen weiter einsammeln. Das sind ja noch ein paar. Da kommt die Rakete. So, und dann wollen wir natürlich hier die Geologen drin haben, nach Eigenschaften sortieren. Ach, nicht die Geologen, natürlich die Botaniker. Genau, wo kann ich das hier festlegen? Hier, Arbeitskraft, nur Spezialisten. Ansonsten ist es mir egal. Und dann schauen wir mal... Was ist denn jetzt hier schon wieder? Was blinkt der denn hier die ganze Zeit? Keine Ahnung, was er mir sagen will. Mädelmetallextraktor, genau. Den bauen wir dort jetzt schön hin. Ja, dieses Forschungsabo. The first founders have set foot on the red planet.
Ein neuer Anfang. Voller Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf dem roten Planeten angekommen. Die nächsten 10 Souls stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischsten Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt: Die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Deine Gründerkolonisten müssen 10 Souls überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen können. Ah, okay, gut. Tipp: Die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird. Falls du glaubst, diese Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen und den Komfort der Gründer durch Servicegebäude so weit möglich zu erhöhen. Okay. So, er ist hier bei 13. Haben wir schon andere... Haben die jetzt Nahrung eigentlich mitbekommen? Nein. Ein Nahrung. Ist das ein Scherz? Normalerweise kommt mit der Rakete immer Nahrung mit. Okay, das Teil braucht natürlich noch Strom. Stromes! Bodenqualität 50%, okay. Also früher kam mit den Raketen auch immer noch Essen mit dazu. Das ist scheinbar dieses Mal nicht mit passiert. Sector scanned. Anomaly found. Oh nice. So, wo ist sie denn? Da oben? Er lädt hier das Eisen aus. Und dann holen wir uns von hier oben mal den Treibstoff, damit wir die Rakete wieder beladen können. Und wir produzieren jetzt auch tagsüber zu wenig Strom. Das ist natürlich... nicht wirklich schön. Dass man die Hütten wirklich nicht drehen kann, ist ein bisschen nervig. Das kam hier runter. Ist das was, was wir gebrauchen können? Nee. Normalerweise kommt in den Meteoriten noch manchmal Eisen mit runter. So, er ist voll mit... Sehr gut. Lad das hier mal aus. Ist hier vielleicht Essen mit dazugekommen? Ein Essen, okay. Hier ist es auch ein Essen. Interessant auf jeden Fall. Ich setze mal noch ein paar Leute hier mit rein. Ach, die bekommen sogar Minusmoral für die falsche Arbeitsplatzspezialisierung. Was bist du denn für eine? Du bist eine... Du hast keine Spezialisierung. Beschwer dich mal nicht. Das ist... Pff. So, er hat entladen. Dann sammeln wir weiter Metall ein. Das ist... Okay, neue Technologien können erforscht werden. So. Die Rakete könnte rein theoretisch jetzt starten. Ich bin eigentlich dumm. Ich hätte eine Rakete mit Essen kaufen sollen, bevor die Preise sich erhöht haben.
muss ich mal kurz gucken. Gibt es auch vollautomatisierte Nahrungsproduktion? Nee. Oder zumindest jetzt noch nicht. Was wir aber machen können... Wir könnten ja... Hier, Nahrung. Kostet 200 Millionen. Wir haben noch, wir brauchen eigentlich Nahrung. Das machen wir mal. Denn das ist auf jeden Fall der Knackpunkt. Wir könnten die Rakete jetzt auch schon zurückschicken. Allerdings würde ich gerne noch ein bisschen Edelmetall hier fördern. Damit wegen Geld einfach. Ach, und ich sehe gerade, wir müssen da auch noch so ein... so ein Abfallding bauen. Hier, eine Mülldeponie. Vor allem auch für hier unten. So, der Kollege hier baut schon wieder fröhlich ab hier. Hier ist noch mehr Eisen, da ist noch Eisen. In der Zwischenzeit gucken wir doch mal, wie es hier so aussieht. Die haben mittlerweile 48 Kolonisten. Alter, die legen auf jeden Fall richtig vor. Die haben 24, aber eine schlechte Forschung. Dafür aber zum Beispiel auch schon 36 Edelmetallressourcen. Also, jo, die geben Gas. Wir haben 12 Kolonisten. Also wir hängen so insgesamt ein bisschen hinten dran. Wir haben aber auch noch die bessere Forschung. Ich würde auch versuchen, dass wir gerne den Forschungsfortschritt immer auf unserer Seite haben. Das bringt uns einfach einen gewissen Vorteil. Forschung hat schon immer einen Vorteil gehabt, gebracht. So. Wie lange braucht der noch? Ach, noch 7, okay. Und das Teil hier ist am Arbeiten. Mittlerweile ist hier immer noch nicht mehr drin. Ich hatte gedacht, da ist mittlerweile schon mehr Edelmetall drin. So, die Drohnen sind ein bisschen beschäftigt. Um den Abfall hier wegzutransportieren auf die Müllhalde. Den können wir ja später auch wunderbar verwenden. Ne? Wir produzieren ausreichend Strom. Hier oben auch. Das ist gut. Ja, und am Ende ist es jetzt so ein bisschen wieder warten. So, er ist nicht voll. Ach komm, wir nehmen erstmal das Eisen. Das ist ein bisschen näher. Milestone achieved. Oh, Milestone. Produziere Nahrung. Dafür gibt es 52 Forschungsläppchen. Ja, nice. Ja, nice. Das Neugeborene ist noch bei allen. Hat noch keiner eins gehabt. Erforsche eine bahnbrechende Technologie. Alle Sponsorziele. Scanne alle Sektoren. 100 Kolonisten. 500 Kolonisten. 1000 Kolonisten, baue eine Megakuppel, errichte ein Wunder, 14 Arbeiter sind in Werkstätten, 10.000 Forschungslämpchen. Okay. Gott, ihr kleines Feuerwerk. Hatten wir jetzt nur 3 Geologen mitgenommen? Sieht danach aus. Ja, übrigens kann die Kapsel lassen. So, Produktivitätsausbildung. Ingenieure und Geologen erhalten plus 10 Leistungen. Das ist natürlich für das Gerät hier geil, weil dann gibt es ein bisschen mehr. So, das können wir ausschlachten. Sehr gut. Hier brauchen wir, sehe ich gerade, noch eine weitere Mülldeponie.
So, er ist voll mit Eisen. Das finde ich gut. Sector scanned. Anomaly found. Sehr gut, eine Anomalie. Wo ist er? Da oben. So, Strom produzieren wir hier tagsüber auf jeden Fall ausreichend durch die zwei Solarpaneele. So, wie viel? Drei. Ach, das ist nicht so wirklich. Aber es hat nur eine Arbeitsschicht, ne? Die Frühschicht. Bringt ja nichts. Können wir auf dem Mars geboren, auf Erde geboren, im mittleren Alter. Keiner ist obdachlos. Keiner ist arbeitslos, so wie es aussieht. Ne. Niemand auf Jobsuche. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut, denn sonst hätten wir jetzt schauen müssen, wo wir die vielleicht noch her, also wo wir die noch mit reinpacken können. So, fahr mal hier hin zu dem Eisen. Dass wir das Eisen jetzt so einsammeln, ist relativ praktisch. Das spart uns erstmal Leute in eine Eisenmine. Das heißt, wir können die Geologen voll dafür verwenden. Was ist hier los? Lager ist voll. Das ist ein Metalllager. Wir haben kein Betonlager. Das spart uns Geologen, die jetzt in der Eisenmine arbeiten müssen, ne? So, Betondepot. Aber gut, dann würde ich vorschlagen, beenden wir an der Stelle die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Eure Tipps in die Kommentare sind gerne willkommen. Am Ende noch ein bisschen Werbung natürlich, wenn ihr euch für Surviving Mars selber interessiert. Könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich Games Planet, meinen Partnershop, verlinkt. Lohnt sich reinzuschauen. Die Preise sind in der Regel, oder was heißt in der Regel, sind eigentlich fast immer oder immer unter denen von den Steam-Preisen. Das heißt, ihr bekommt immer so in der Regel 10% das Spiel da günstiger als bei Steam. Manchmal sind auch ein paar Rabattaktionen. Also es lohnt sich hin und wieder auch mal so reinzuschauen. Surviving Mars gehört auch zu den Spielen, die hin und wieder mal deutlich runtergesetzt sind. Aber wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.